So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Loot und im Besonderen Mythic Plus Loot, also der Instanzen-Loot, den wir bekommen können. Wir werden einmal da kurz darauf eingehen, was wir da an Loot bekommen können, also welches Item-Level, was wir aus der Kiste bekommen können, und dann noch so ein paar andere Sachen. So, gehen wir mal direkt drauf los und kümmern uns einmal um den Loot. Wurde jetzt Data meint, ich habe jetzt persönlich keinen Zugriff auf den Beta, deswegen bin ich auf WoW halt angewiesen, aber mich interessiert das selber, weil ich sehr viel im Plus spiele und auch spielen werde. Ich werde es euch einfach mal ein bisschen zeigen. Und vielleicht habt ihr es ja noch nicht gesehen. Also an sich generell, die erste Mythic Plus Season in Shadowlands, wurden jetzt so gesehen die Item Levels gedata mined, wurden herausgefunden. Generell Sache gibt, pro Gruppe gibt es pro Key nur ein Loot-Teil. Also sprich, ihr seid in einer Fünfergruppe und ihr macht Instanz Y, dann kriegt nur einer Loot. Also sprich, von fünf Leuten kriegt einer Loot, also ein Fünftel Loot. Chance hast du in der Gruppe. Und dann haben wir ja einmal dann die Werte aufgelistet für die Keystone Levels. Einmal, was es am Ende der Ini gibt, also wenn wir den Keystone durchlaufen. Und was es dann in der Kiste gibt. Im Endeffekt, wir fangen bei 187 an, auf Level Stufe 2. Und ist dann, das sind immer so 13 Level höher ist immer die Kiste. 13 Level ist so auch der Sprung, wo der Unterschied immer in den Raid ist. Also zwischen Raid, Finder, Normal sind 13 Item Level Unterschied zwischen Normal HC, 13 Item Level und zwischen den HC und HC Mythics sind auch nochmal 13. Also das zieht sich so ein bisschen durch 13. Ich finde 13 so ein bisschen eine weirde Zahl. Mag irgendwie so ungerade Zahlen nicht so wirklich. Ne? Also irgendwie muss das für mich auf 5 enden, aber hey, 5 ist auch ungerade, aber 3 ist ungerade. Genau, aber im Endeffekt, wir gehen jetzt nur mal auf die letzten beiden Einträge, also auf Mythic 14 und 15. Bei Mythic 14 droppt 207er Gear am Ende der Instanz. Das ist unterm HC-Gear. Gehe ich gleich drauf ein. Dann die Weekly Chest 6226. Das ist Mythic Gear Niveau. Bei Mythic 15, also Raid Mythic Niveau. Und Mythic 15 droppt dann halt am Ende der Instanz 210. Und dann, was immer noch unterm HC ist. Und die Weekly Great Vault ist 226, also gleich wie bei 14. Und wenn ihr nur auf den Weekly Key spielen wollt, ne, also sagen wir mal, ihr spielt mehrere Charaktere und ja, oder ihr habt keinen Spaß an Mythic Plus und ihr wollt nur den besten Loot haben, den höchsten Loot haben aus Mythic Plus, dann reicht es, wenn ihr einen 14er abschließt. Wenn ihr aber auch noch dann das, so gesehen, den besten Loot aus dem End, aus der Kiste am Ende der Sunshine haben wollt, dann müsst ihr Mythic 15 laufen. Jetzt gehen wir mal darauf ein, was ich gerade gesagt habe mit dem Item-Level. Wir überspringen mal LFR und Normal. Im HC droppt 213. Wenn wir uns jetzt gerade an der Liste angucken, dass Mythic 14 207 droppt und Mythic 15 210 droppt, sind wir da schon allein, wenn wir sagen wir mal, wir gehen M15, dann sind wir da schon 3 GS drunter unter dem HC. Die Endkiste wird dann, wie gesagt, 226 sein. 226 ist, wie gesagt, dann hier Mythic Einsteiger-Niveau. Also das Mythic Level. Die Sache ist halt, macht es ein bisschen schwieriger. Weil wenn wir es mal jetzt vergleichen mit den anderen Seasons in BFA, da war das immer so, dass wir immer auf dem HC-Level waren. Dazu, da sagt das Sternchen hier, damals war halt hier noch Titan Forging drin. Ne, also wir hatten jetzt 3 Tiers lang Titan Forging drin. Das ist halt immer, und am Ende der Ini war das Reward Level immer auf dem gleichen Niveau wie der Raid. HC Raid. Mit BFA Season 4, also dem aktuellen Nealota, da sind wir bei 465 End Dungeon Loot und im heroischen Drop 460. Das haben sie gemacht, weil es ja kein Titan Forging mehr gibt, aber das wäre halt so ein bisschen drüber kommen. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, bei Shadowlands sind wir runtergerutscht. Wir sind jetzt unter dem HC-Niveau. Ja, was bedeutet das für uns eigentlich als Spieler? Also man kann sich halt
wenn man halt das beste Gear haben will, jetzt wirklich in WoW, ne, man will das höchste Item-Level haben, was es geht für den Charakter, dann muss man raiden. Punkt. Dann muss man Mythic raiden. Weil sonst kommst du an das Gear halt nicht dran. Jetzt aber theoretisch zum Farmen ist es immer noch geil, dass man halt sich zum HC farmen kann, und 3 GS Unterschied ist jetzt auch nicht die Welt. Wenn wir jetzt mal hier ausgehen von Mythic 15, ne, wo wir 210 kriegen. Also jetzt 210 und 213. Also 3 GS werden nicht die Welt sein, aber wir können halt nicht uns komplett outgearen. Mit dem, wir können uns jetzt durch die End-Rewards halt nicht hochfarmen, dass wir halt besseres Gear haben als im Raid. Der Gedanke, warum das WoW gemacht hat, weiß ich nicht. Das haben sie, glaube ich, auch nicht so. Aber das haben sie halt nicht erklärt. Aber eine Komplikation entsteht dabei auch. Denn nämlich, aufgrund dessen, dass wir unter dem HC-Niveau sind, werden wir halt auch die HC-Items am Anfang nicht traden können. Also sprich, sagen wir mal, wir sind voll M15 equipped, haben alles auf 210. Aber dann droppt halt bei den Bossen 213, wir können es nicht traden an andere Leute. Das macht jetzt für den Otto-Normal-Raider, ist das vielleicht jetzt nicht so schlimm. Das ist aber dann für die Mythic-Raider, die eigentlich das Gear dann eventuell hin und her schieben wollen, mal zum Beispiel, sagen wir so, Trinket Y droppt bei dem Mage, aber das Trinket Y ist eigentlich bis für einen Warlock. Da kann man es dem Warlock jetzt nicht traden. Also das macht so ein bisschen so, zum Beispiel für so organisierte Gilden, die halt so sehr stark darauf achten, auf das Min-Maxing, da macht es wahrscheinlich ein bisschen, macht diese Änderung ein bisschen schwieriger. Vielleicht ist das auch die Idee, dass man damit ein bisschen das hier dieses Split-Trading wieder versucht rauszunehmen. Das Blizzard schon seit Jahren versucht rauszunehmen. Muss man halt gucken jetzt. Also die Frage ist halt, ob das auch, also wie gesagt, die Möglichkeit gibt es halt einfach. Und ja, und die eins, und wenn man jetzt zum Beispiel nur, wenn man jetzt natürlich spammt, dann kann man natürlich die Option erhöhen, also wie viele Items man kriegt in dieser Weekly Great World. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Lasst es mich hier in den Kommentaren wissen, dann erkläre ich das auch nochmal, was diese Weekly Great World ist. Ja, aber an sich, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr seid jetzt ein Raider, ihr seid jetzt ein voller Mythic CE Raider, Top 10 der Welt oder so, dann finde ich es interessant, dass ihr meine Video guckt. Wenn ja, dann lasst es mich mal wissen, wenn ihr so einer seid. Aber das heißt halt einfach, dass man eigentlich jetzt ab einem gewissen Gearstand M+ nur noch läuft, weil es einem Spaß macht, um so gesehen Raider-O-Score zu pushen, aber nicht um sich zu gearen. Ja. Man wird halt sehen, was im Endeffekt dabei rauskommen wird. Aber ich finde es ganz interessant, weil dann kriegt Raiden wieder eine Relevanz. Eine höhere Relevanz als aktuell das ist, weil jetzt kannst du theoretisch auch nur M+ spielen und kostet das gleiche Gear, was eigentlich Raider wollen. Weil jetzt nicht unbedingt die, vielleicht nicht das Trinket, weil das zum Beispiel besser ist, das ist dann vielleicht nicht, aber ja, kommst du schon nah dran. Naja, das sind so die Änderungen, die wir in der Season 1 von Shadowlands erwarten werden. Also sprich, wir werden ein bisschen weniger aus der Endkiste, ein bisschen geringeres Item-Level kriegen als aus dem HC-Raid. Also wir können uns nicht komplett über den HC weggehen. Also sprich, man muss jetzt auch HC-Raiden gehen. Ja. Was haltet ihr von dieser Änderung? Findet ihr sie gut, schlecht oder weiß nicht, so wie ich? Also ich finde es, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ich finde es okay. Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. Spielt ihr gerne M+? Also ich werde zum Beispiel, ich bin jetzt gerade schon dabei, eine Gruppe aufzubauen für die nächste Season. Und dass wir da auch dann, aber mir geht es halt darum, weil es mir halt M+ Spaß macht, dass wir halt auch das Score pushen. Genau. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und teilt es euren Freunden mit, das Video, ne? Wenn ihr denkt, das könnte ihr interessieren. Genau. Füttert so ein bisschen Algorithmus, dann kriegt ihr auch alle mal meine Videos mit. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend, Nacht, Morgen, wie auch immer ihr wann und auch immer ihr das Video guckt. Bis dahin, euer Zuckerkuss. Bye bye. Ach ja, by the way, guckt vielleicht auch bei meinem Streamer vorbei. Ich streame ab. Recht regelmäßig. Genau, lasst mir da ein Follow da, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich online gehe. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin, euer Zuckerkuss. Bye bye.